Aber den Feuerstab können wir ihr geben. Weil bei Düne hier nimmt er Platz weg. Sie hat ja ihre drei Lieblingsstäbe und das reicht. So, dann gucken wir mal die Robe an. Schurkenrobe. Ja, kann auch weg. Und das Amulett. Sieht genauso aus wie das, das wir dem Jungen geben sollen. Ja, weg damit. So, nochmal ansprechen. Und das kann weg. Das kann weg. Und was hast du so im Angebot? Ah, genau, der Stab der Monsterherbeirufung. Den wollte ich mir gönnen. Oh, hat mehrere von. Kann nicht verwendet werden von niemanden. Oh, vielleicht nochmal einen von. Den können sogar unsere Krieger. Nee, können sie nicht. Ah, kann auch nur Düne hier benutzen. Warum steht denn das da nicht drunter? Kann nicht verwendet werden von. Und da steht gar nichts. Ja, so was soll da? Das ärgert mich jetzt. Aber sonst Pfeile, Kugeln, ja, Kugeln plus 2. Okay. So, unser schönes Geld für 2 Stäbe ausgegeben, die wieder bei Düner hier im Rucksack liegen werden und wahrscheinlich nie benutzt werden. Ach ja, aber bisher haben wir eh nichts gefunden, was wir noch so kaufen könnten mit unserem Gold. Aber ich denke mal, wenn das Addon da ist, wird sich das ändern. Also wir sollten eigentlich langsam ein bisschen mal sparen. So, das, das, das. Die können noch zu Imoen. Die weiß sogar, was das ist gut. Die Kugeln können zu Jahira, aber sie hat fast gar keine mehr. So. Und nehmen wir mal den Blitzstab weg. Den kann keiner wirklich benutzen, das ist... Aha. Naja, lässt sich nicht ändern. Gehen wir raus hier. So, wo geht's dann mal als nächstes hin? Ja, schauen wir nach Beregost. Ich will endlich meinen Panzer haben. Oder wir könnten in die Taverne gehen und dem Seher nach dem Titanit fragen, ob er irgendwelche genaueren Hinweise hätte. Nur welche Taverne war das? Ja. Ich glaube, wir werden länger damit brauchen, ihn wiederzufinden, als das Ding zu finden. So, und Beregost. Oh, warte mal. Das machen wir ein bisschen anders. Wir gehen erstmal nach Ulcaster. Und dann gehen wir nach Beregost. Eigentlich habe ich das gemacht, damit wir schön im Osten der Stadt auftauchen und wir nicht ganz zum Schmied laufen müssen, um Zeit zu sparen. Aber den Zeitsparen hat sich jetzt wieder erledigt. Weil derzeit wären wir locker dahin gelaufen, denke ich mal. Na komm, drück dich schnell um, wir wollen weiter. Ach, jetzt werden sie ja noch müde. Ja, na komm. Und weg. Ja, armer Minsk. So, und hat's geklappt? Ja, super. Und jetzt müssten die 10 Tage doch langsam mal rum sein. Allein die Reise von Baldur's Tor hier runter sind doch schon immer 1,5 Tage. Und wir sind jetzt schon 2-mal hoch und wieder zurück. Ja, wir sind alle müde im Moment. Aber wir wollen unseren Plattenpanzer haben. Dafür muss man Opfer bringen. So. Und. Ich bin noch nicht fertig. Na gut, kann man nichts machen. Schauen wir uns so lange hier in der Gegend um. So, raus hier. Genau, den Tempel können wir uns mal anschauen. Das sieht doch auch wie so ein Trampelpfad dahin aus. Oha. Ja, das ist der Tempel. Lied des Morgentempels. Kann man da auch rein? Ah ja.
Oh, sieht wirklich schick aus. Bisschen wie Zwiebeltürme. Nymphen? Das hatten wir doch gerade erst. Müssen wir euch auch noch befreien. Willkommen. Der reisende Abenteurer wird nie an einem Hause Lothanders abgewiesen. Seid willkommen. Ein Abenteurer auf Reisen ist im Hause Lothanders immer willkommen. Wir sind bemüht, all jenen beizustehen, die sich für das Wohl der Reiche einsetzen. Ja, das sind wir. Wenn ihr vom Kampf erschöpft seid, könnt ihr euch eine Reihe nekromantischer Heilung ganz nach euren Bedürfnissen anbieten. Ich denke mal, das ist ein Übersetzungsfehler. Außer eine kleine Spende verlangen wir keine Bezahlung. Na gut, wie könnt ihr uns helfen? Vielleicht irgendwas Besonderes im Angebot? Oh, Gegengifte. Ja, langsam habe ich die Nase voll. Viele von euch haben mich bestimmt schon angeschrien, ohne dass ich es hören könnte. Kauft doch einfach Gegengifte. Dann sterben die dir nicht immer weg bei den Schwertspinnen und bei den Phasenspinnen. So, den kriegt jetzt jeder. Zwei Stück in den Quickslot. Also vor allem die drei da unten. Und dann hoffen wir einfach mal, dass das reicht. So, ein Stab weg. Qual der Wahl. Lähmung. Und Diebestrank. So. Und wir hoffen einfach mal, dass die Krieger genug. Obwohl, warte mal, drei. Du kriegst noch einen. Du kriegst noch einen. So. Obwohl die Krieger das eigentlich eine Weile aushalten müssen, bis entweder Dünar hier, Jahira oder Girogon bei denen ist. So. Und jetzt singen die auch noch alle. Ist ein wenig irritierend. Hat aber nichts zu sagen. Und da geht's wieder raus. Da auch. Das war wohl schon der ganze Tempel. In Ordnung. Aber die Karte ist sicherlich... Oh, da ist noch ein Gebäude. Vestibül. Was ist ein Vestibül? Schauen wir einfach mal rein. Wenn Imoen nicht weiter durch die Mauer gehen will. Imoen? So. Hey, hallo. Und wer seid ihr? Niemand Wichtiges. Geht zu Keldas und besprecht mit ihm Tempelangelegenheiten. Ich wische eben den Boden auf. Sind schwere Zeiten. Und du? Priester der Morgendämmerung Brahm. Wir sollten uns Türen zulegen. Die Stühle haben sie gemobst. Der Boden ist aber ganz nett. Haha. Okay. Aber hier scheint es nichts zu geben, was man machen könnte. Hat jemand die Stühle geklaut? Dann ist ja auch dreist. Das wird nicht mehr Imoen machen. So. Aber was ich gerade sagen wollte, die Karte wird ein bisschen größer sein als nur der Tempel, ne? Dann schauen wir uns doch hier fix mal um. Bis gleich. Wir haben hier recht schnell jemanden gefunden, der ein bisschen dreist ist. Hallo, Hick. Jungs, wie geht's? Irgendwie muss ich mir, Hick, mich verlaufen haben. Egal, ist ja auch völlig egal. Hick, gebt mir euer Geld. Ha. Das ist irgendwie komisch. Okay, hier hast du unser ganzes Geld. Viel Spaß damit. Das sollte man einfach mal so machen. Gucken, was bei rauskommt. Aber nee. Pass auf, Freundchen. Wir werden dir nicht unser ganzes Gold geben. Falsch, Junge. Hicks, ihr hättet mich, Hicks, mir halt doch das Geld geben sollen. Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Ich bin ein Leichnam. Also er meint ein Lich. Ja, wirklich. Ich habe riesige Zauberkräfte. Und ihr habt mich verrückt gemacht. Ich gebe euch noch eine letzte Chance. Gebt mich, Hicks, euer Geld. Nee. Also Mann, wir geben dir kein Geld. Verschwinde endlich. Ey, ihr versteht mich wohl nicht richtig.
Ich werde euch umbringen. Mit meiner ganzen Zauberkraft. Sowas wollt ihr nun? Tod oder was anderes? Wir gehen jetzt. Wiedersehen. Hey, wer seid ihr? Ja. Okay. Also irgendjemand, der sich direkt neben dem Tempel die Kante gegeben hat. Und es dann für lustig hielt, einen Sechsertrupp schwer gepanzerter Krieger zu überfallen. Ja, Alkohol macht lustige Dinge aus den Menschen. Aber ich decke mal weiter die Karte auf. Ja, also wie ihr sehen könnt, ich habe ein gutes Stück aufgedeckt. Aber ich denke, das Aufdecken an sich werde ich rausschneiden und nicht im Zeitreifer laufen lassen. Denn es hat schon eine ganze Weile gedauert. Und wirklich interessant war es auch nicht. Also wir haben hier recht viele Wölfe getroffen. Auch zwei Vampirwölfe dabei. Also irgendwo hier oben. Dann noch einen ganzen Trupp Gnolle, der uns beim Schlafen gestört hat. Danach noch ein Trupp Gnolle. Dann noch ein paar Wölfe. Ja, also wie gesagt, nichts wirklich Interessantes. Aber jetzt sind wir hier auf einen Magier, denke ich mal, gestoßen. Und gucken wir mal, was er will. Ein Katak ist schon mal böse. Aber er ist nicht Katak, sondern er ist Galileus. Wissen, klug eingesetzt, ist die stärkste aller Galileo, ja? 30. Breitengrad. Längengrad stark variierend. Mond steht bei. Vergebt meine Konzentrationsschwäche, aber ich beobachte den Himmel jetzt schon so lange. Jetzt habe ich ein besonderes kosmisches Kribbeln im Nacken und kann nichts erkennen, das näher als der Horizont ist. Das sind eben die Schmerzen der Astrologie, nehme ich an. Und was haben eure Beobachtungen euch gelehrt? Oh, ich könnte euch gar nicht alles erzählen, was ich sehe. Das sind so viele Daten, dass sie erst dreimal gedeutet untersucht werden müssen. Es ist schon ein Wunder, dass ich die ganzen Informationen ohne Schaden aufnehmen kann. Im Großen und Ganzen stehen uns aber interessante Zeiten bevor. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die Himmel selbst schauen interessiert zu. Am Horizont zeichnen sich Konflikte großer Tragweite ab. Ja, also mal wieder in der Zukunft was Schwerwiegendes, Wichtiges geschehen und du hast eine wichtige Vergangenheit und hast sie nicht gesehen. Aber keiner wird deutlich. Keiner sagt, du bist jenes und dieses und darum wird das und das geschehen. Nö, nur irgendwas wird geschehen. Und wieder ein Trupp Hunde, Wölfe, wie auch immer. Ja, zack, 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 zack. Na gut, ich decke das letzte kleine Fitzelchen auf und danach machen wir was. Danach gucke ich mir das da oben an. Wir sind auf einen ganzen Trupp Hobgoblins gestoßen, die aber momentan noch nicht aggressiv sind. Aber wenn ich den Text mal überfliege und allein viermal tot lese, dann wird es bestimmt gleich übel enden. Hehehe, du nicht kämpfen. Wenn kämpfen, dann du tot. Nein. Gold und Eisen her, oder du tot. Verstanden? Tot, tot, tot. Wir werden uns niemals ergeben, ihr Möchtegern Plünderer. Ihr habt Mumm in den Knochen. Ja, man braucht keinen Mumm, um ein paar Hobgoblins zu töten. Jedenfalls nicht mit Level 7. Wir machen Mehl draus. Ihr werdet schon sehen. Kalte Hand greift an. Oh, Kalte Hand. Das ist eine von den Räuberbanden, die mit Tatzok zusammengearbeitet hat im Mantelwald. Aber die haben wir eigentlich alle schon umgebracht. Also eure Vorgesetzten zumindest. So. Und das ist doch perfekt für einen Feuerball. Feuerball. Da. Und. Ah, naja gut. Wenigstens 4 erwischt. Oh, du läufst mir nicht allzu weit weg. Na gut. Sammeln, damit er aufhört zu rennen. Und jetzt alle einmal schießen. Na komm, repetier ihn mal. So, und einer von denen war der Anführer. Gucken wir mal kurz. Auch wenn ich kaum glaube, dass er irgendwas Magisches dabei hat. Ja, ja.
Ne. Ne. Und ne. So, dann decke ich mal weiter auf.